Herzlich willkommen. Wir spielen wieder eine kleine Runde Bioshock Infinite. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Müssen wir uns merken, Minuteman's Armory. Da gibt es einen interessanten Kram. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Das sieht schon wieder nach einem Bossfight aus. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie! Oder ein echter Soldat! Ach, das war ja klar. Kein Problem. Siehst du, du bist ein Killerbooker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern die Ehre. Was macht dieses Geräusch? Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Silberbarren.
Eine Infusion. Wir nehmen wieder Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und durch die andere Tür geht es jetzt bestimmt weiter. Ja. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige. Das sind Leichen, Elizabeth. Wen willst du versorgen? Gerne die Streuung ein bisschen von den Maschinengewehr verringern. Aber auch den Karabiner im Schaden boosten. Wir machen erstmal das. Okay, die Fähigkeit fand ich jetzt nicht so geil. Da nehme ich lieber die Krähen. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Wer will schon eben? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Ja,
Wo ist er? Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört hier, Comstocks Blechsoldaten. Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Also scheinbar haben wir irgendwas mit unseren Gegnern zu tun. Oder zumindest gemeinsam. Aufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Hier ist der geliebte Karabiner. Oh, das finde ich gut. Ja, nehmen wir den Karabiner mit oder nicht? Ich würde eigentlich das Präzisionsgewehr erstmal ein bisschen behalten. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er es und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Die Reime. Das ist aber langsam mal gut da unten, Kollege. Wieso mir eine Bazooka zuwirft?
Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimm alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest. Was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser ein... Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Plot Twist, ich bin bestimmt das Kind. Die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Wieder ein Karabiner? Mein Tom. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Sie? Dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Hier wäre ein Schloss. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich
gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da! Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay. Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Na dann. Schon dabei. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Geschütz, schnell! Ah, es kann immer nur einer aktiv sein, scheiße. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Hier, gut aufheben. Dankeschön. Welchen Vorteil bringt mir das? Ich warte hier unten. Auf den ersten Blick erstmal nix. Kann man diese Tür da öffnen? Nein. Oh. Die Magazinvergrößerung für die Pistole. Ach komm, dann kaufen wir die. Hier ist etwas Geld. Nochmal. Dankeschön. So. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Jetzt der Karabiner war. Also raus mit der Kohle. Thank you.
beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie zu nah ist jener Schlag von Mann. Und er wollte euch ein, dass es ging es bald. Lechmänner, Bucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Oh, will ich's wissen? Ich will's, glaube ich, nicht wissen. Okay, scheinbar wurde die Frau von ihm umgebracht. Ich will sie gerne ausprobieren. Booker, in dem Laden war eine verschlossene Tür. Die kriege ich sicher auf. Okay. Wir machen trotzdem einen kurzen Cut. Bis gleich.